Ja, hallo. Ich eröffne hiermit den Bundesparteitag 14.1. Liebe Piraten, ich begrüße euch. Ich wünsche, einen guten Rutsch gehabt zu haben und ein gutes 2014 von dieser Seite. Wir haben einen Europaparteitag. Wir wählen heute unsere Liste für die Europawahl. Und Europa ist für die Piraten ein sehr wichtiges Thema. Grenzen sind überwunden worden. Wir können von Warschau bis Lissabon fahren und wir brauchen nicht durch irgendwelche Zollabsperrungen, wir brauchen nichts, um von A nach B zu kommen. Das war nicht immer so. Und wenn wir das jetzt für eine Selbstverständlichkeit halten, dann ist das, sollten wir uns mal ins Gedächtnis rufen, wie es denn noch vor 20 Jahren war, vor 30 Jahren war, wo wir an jeder Ecke einen Schlagbaum hatten. Das, was wir jetzt haben, empfinden wir als selbstverständlich, ist es aber nicht. Wer in der Welt ein bisschen rumgekommen ist, wird sehen, was Grenzen bedeuten und dass in unserem Gedächtnis diese Idee einer Grenze immer weiter entfernt wird, ist etwas, was wir auch dieser Idee Europa zu verdanken haben. Wir erleben keine Grenzen mehr. Und das ist auch das, was die Piraten wollen. Wir wollen keine Grenzen, weil wir grenzenlos sind, weil wir in diesem Internet sind. Das bedeutet für uns auch, dass wir international agieren und dass wir auch international denken. Wir haben die Europäische Union. Die Europäische Union ist ein Konstrukt aus drei verschiedenen Ebenen. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wie diese Ebenen denn zusammengehören. Wir haben das Parlament, wir haben die Kommissare, wir haben den Rat und nur ein Element dieser Europäischen Union ist wirklich demokratisch gewählt, das ist das Parlament. Und wir müssen halt die Frage stellen, wie wir dazu kommen, dass wir ein demokratisches, ein freieres Europa bekommen, was auch legitimiert ist von uns, von der Bevölkerung. Wir müssen Europa demokratisieren. Wir brauchen dort neue Wege, wir brauchen neue Ansätze. Das Europaparlament ist nicht mal antragsberechtigt, das heißt, es ist nicht mal initiativberechtigt. Wir haben das große Problem, dass das Europaparlament als solches im Prinzip nur noch abnicken muss, was der Rat oder die Kommission ihnen eingibt. Das sind Zustände, die einer Demokratie unwürdig sind. Wir haben schon in unserem Wahlprogramm gesagt, was wir für die Bundestagswahl aufgestellt haben, Visionen für Europa formuliert, dass wir ein demokratisches, dass wir ein diverses Europa brauchen. Und es ist sehr wichtig, dass dort auch Minderheiten gehört werden. Und diese Idee vertritt auch der Europäische Gerichtshof, indem er gesagt hat, wir brauchen keine 5% Hürde für Europa. Wir wollen alle hören, wir wollen alle in das Parlament aufnehmen. Jetzt ist die Bundesregierung hergegangen, hat aus diesem Nein, es darf keine 5% Hürde geben, eine 3% Hürde für das Europaparlament gemacht. Dagegen haben wir vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Und so wie es jetzt aktuell aussieht, werden wir mit dieser Klage eventuell auch Erfolg haben. Und ich finde das sehr gut, dass wir das gemacht haben. Wir fordern, dass wir Europa nicht als geschlossenen Raum sehen. Wir wollen Frontex nicht. Wir wollen, dass Leute zu uns kommen können, die in Not sind. Wir wollen sie nicht vor Lampedusa verrecken lassen. Das geht nicht. Das ist auch einer humanen Gesellschaft nicht würdig. Wir können es nicht zulassen, dass Leute aus Not sich in Boote quetschen und bei rauer See irgendwo kentern, weil sie wirklich gejagt sind, weil sie die Gejagten sind. Das geht nicht, dass wir diese vor einer Insel, die ihnen Zuflucht bieten könnte, dass wir sie dort verrecken lassen. Wir brauchen ein System, wie wir die Leute nach Europa holen, wie wir ihnen Schutz gewähren können. Und wir brauchen in der Asylrechtspolitik, auch in der europäischen Asylrechtspolitik, ganz neue Impulse. So wie das jetzt, wie sich Europa jetzt abschottet, hat Europa keine Zukunft. Menschen, und bitte versucht euch das mal vorzustellen, Menschen, die in Syrien verfolgt werden, weil sie Freiheit wollen,
und sie werden dort kaputt gebombt, ihre Häuser werden ihnen kaputt gebombt, ihnen wird alles genommen. Man muss sich das bitte mal vorstellen, diese Leute sind wirklich in allerhöchster Not und wir lassen sie dann einfach auf irgendeinem Schiff verrecken. Bitte versucht es euch vorzustellen, diese Art der Vorgehensweise, wie sich die europäische Frontex dort präsentiert, ist menschenunwürdig. Das dürfen wir nicht länger dulden. Und ich möchte, dass wir die Idee Europa nicht den machtgetriebenen Parteien überlassen, sondern dieser Idee unsere Perspektive mitgeben. Dafür sind wir heute hier. Deswegen wählen wir heute Leute. Bitte guckt sie euch gut an, hört ihnen zu und wählt die richtigen Leute aus, damit wir in Europa auch eine Stimme bekommen. Und ich bitte auch für den Ablauf der Veranstaltung, wir haben über 50 Kandidierende, so habe ich es jedenfalls im Wiki gesehen, bitte sorgt dafür, dass ihr nicht mit überflüssigen oder zu vielen GO-Anträgen den Ablauf der Versammlung stört. Versucht euch nochmal mit jemandem zusammenzutun. Bevor ihr einen GO-Antrag stellt, beredet es bitte mit 2, 3 anderen Piraten, damit ihr dort sicher seid, dass es wichtig ist. Ansonsten, wir haben einen sehr straffen Zeitplan, heute und morgen auch, weil wir brauchen morgen das Wahlprogramm für Europa. Wir haben nicht nichts, aber ein Wahlprogramm ist sehr wichtig für unser weiteres Doing. Das ist auch das, was wir dann nach außen vertreten. Liebe Piraten, wir heißen Piratenpartei. Wir sind nicht die CDU. Wir sind nicht die SPD. Wir haben uns Piraten genannt. Und den Leuten, die uns für unseriöslich halten, weil wir Piraten heißen, denen möchte ich gerne sagen, wenn ihr es für seriöslich haltet, dass ein Pufalla jetzt beispielsweise in den Vorstand der Deutschen Bahn geht, wenn ihr es für seriöslich haltet, dass die Leute veralimentiert werden in der Wirtschaft, nachdem sie direkt aus dem Bundestag ausgeschieden sind, dann verstehe ich persönlich die Welt nicht mehr. Wir sind Piraten. Versteht ihr das? Wir haben einen anderen Namen. Wir haben ihn uns ausgesucht, damit wir genau dieser Ironie quasi entgegenwirken. Wir werden nicht als seriöslich wahrgenommen, weil wir so sind, wie wir sind, weil wir hier Demokratie machen, weil wir uns streiten um die Themen und hier keinen durchorganisierten Parteitag haben. Deswegen geht die Presse her und hält uns für unglaubwürdig. Also ich muss ganz ehrlich fragen, was ist denn daran unglaubwürdig, wenn wir uns hier hinstellen und Demokratie tatsächlich auch leben? Also wir machen in der Öffentlichkeit nicht immer das allerbeste Bild, weil wir uns auf Twitter streiten, weil dort wirklich viel gebasht wird. Ja, es ist Teil unserer Kultur. Aber was ist denn dagegen einzuwenden, wenn wir uns mal streiten und wenn wir uns hier auch mal die Themen um die Ohren hauen? Was nicht geht, was richtig scheiße ist, das ist das Ranten. Das ist das, wenn wir uns gegenseitig immer wieder mit einer emotionsgetriebenen Diskussion versuchen, unsere eigene Öffentlichkeit kaputt zu machen. Das ist Selbstzerfleischung. Und das ist auch etwas, gegen das wir uns aufstellen sollten. Diese Art der emotionsgetriebenen Selbstzerfleischung, bitte, liebe Leute, versucht auch mal daraus eine Kritik zu machen. Versucht, bevor ihr rantet, bevor ihr, wie gesagt, wild in der Gegend herumschreit, was alles nicht so, gerade so gut läuft, versucht es mal zu formulieren und versucht daraus Kritik zu machen, weil das bringt uns weiter. Alles andere bringt uns nämlich nicht weiter, das bringt uns nur nach hinten. Wir haben eine gute Idee. Das, was hinter den Piraten steht, das ist eine Vision. Es ist ein Gesellschaftsentwurf. Dieser Gesellschaftsentwurf besagt, und das haben wir schon 2006 formuliert, liebe Piraten, seit 2006 steht es in unserem Grundsatzprogramm drinne. Wir wollen eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Wir bauen auf Partizipation.
Wir wollen eine partizipative Gesellschaft, in der die Menschen selbstbestimmt leben können. Wir wollen, dass die Menschen mitentscheiden können, was in ihrer Gesellschaft passiert. Das ist die Ursache für all unsere Themen, die wir in unserem Grundsatzprogramm geschrieben haben. Das ist die Ursache, warum wir Transparenz fordern. Das ist die Ursache, warum wir hergehen und wollen über diese Bedingung, über das bedingungslose Grundeinkommen mit der Gesellschaft reden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wir sind keine Themenpartei, wir sind eine Gesellschaftspartei. Wir wollen ein Gesellschaftsbild nach außen tragen. Das ist unsere Vision. Und so steht es in unserem Grundsatzprogramm drin. Und ich bitte alle Menschen, also alle Piraten, die hier sind, dass wir... Menschen sind auch Piraten, okay. Ich bitte darum, dass wenn ihr mal wieder einen Streit habt, wenn wir mal wieder irgendeinen Zwist haben, denkt doch mal dran, dass wir für diese Vision gemeinsam gesagt haben, ja, das ist unsere Vision. Wir wollen eine Gesellschaft bauen. Wir wollen eine Gesellschaft bauen, in der die Menschen frei entscheiden können, wie sie zusammenleben. Wir gehen von einem Menschenbild aus, was von selbstbestimmten Menschen als Fundament hat. Das würde ich gerne nach außen tragen. Und bitte, liebe Leute, dahinter haben wir uns alle irgendwann mal gestellt. Vergesst das nicht, wenn ihr euch streitet, wegen irgendeiner Kleinigkeit. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Hinter die können wir uns stellen und ohne Probleme sagen, das ist das, wofür wir da sind. Das ist das, warum es die Piratenpartei geben sollte. Wegen diesem Gesellschaftsbild. Wir haben die Geheimdienste vor der Tür. Wir haben sehr viele Veröffentlichungen in dem letzten Jahr miterlebt, die wir dem Herrn Snowden zu verdanken haben. Und ich erkläre die Geheimdienstparanoia hiermit für beendet. Weil es keine Paranoia ist. Es ist keine Paranoia, wir werden tatsächlich überwacht. Und das werden wir jeden Tag. Und jeder von euch hat mit Sicherheit irgendeinen Eintrag bei irgendeinem Geheimdienst drin, wo er jetzt gerade gesurft hat, wo er jetzt gerade sein Handy angeschaltet hat. Wir sind vor einem Bild, was uns 1984 so vielleicht noch gar nicht in den Kopf gekommen ist. Mit den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ist die Totalüberwachung da. Wir merken es nicht, wir sehen es nicht. Die Menschen auf der Straße interessiert es auch nicht, weil sie es nicht sehen und weil sie es sich nicht schmecken können. Und aktuell ist die Situation in unserem Land noch so stabil, dass wir sagen können, hier, es regt uns auch nicht weiter auf, weil es ist ja alles in Butter. Ja? Also wenn irgendjemand laut wird, dann kommt der große Knüppel und haut mal drüber. Aber wenn die Situation sich irgendwann mal kippt, dann sind diese Geheimdienste ganz schnell dabei und werden euch, dich, dann werden wir alle auf einer Liste stehen und das wird uns dann vielleicht nicht mehr gefallen. Das, was die NSA, das, was die Geheimdienste machen aktuell mit dieser Ausspähung, mit dieser perfiden Art und Weise, wie sie Computer abfangen und manipulieren, das sind Dinge, die wir nicht länger dulden können. Und ich fordere alle auf, die an Informationen gelangen, die das aufdecken können, dass sie das der Welt mitteilen. Wir müssen mutig sein. Ihr seid Administratoren, ihr seid in der IT tätig. Sehr viele von euch werden etwas tun. Ich fordere euch auf zum Whistleblowing. Tut das. Und wenn ihr Hilfe braucht bei euch, bei euren Sachen, dann meldet euch bei uns. Wir können nicht jeden persönlich beschützen, aber wir werden dafür sorgen, dass euch das, was wir können, dass wir euch das zur Verfügung stellen. Wichtig ist dabei, dass die Geheimdienste sich nicht sicher sind bei dem, was sie tun. Sie sollten auch Angst haben bei dem, was sie tun. Und deswegen rufe ich auf, liebe Leute, macht Whistleblowing, macht dort mit, seid mutig. Und wir holen uns irgendwann mal dieses Stück Freiheit zurück, weil das Internet, das ist Technik. Und wir können auch Technik. Und wir werden auch irgendwann mal uns diese Infrastruktur, die jetzt von der NSA durchzogen ist, werden wir uns zurückholen. Und
Wer auf dem 30C3 war, weiß, dass es dort sehr viele Aufrufe gab. Und ich glaube, wir werden dieses Jahr noch sehr, sehr viel erleben, was nicht nur wir, sondern auch die NGOs diesbezüglich auf die Beine stellen. Liebe Leute, wir haben jetzt ein ganz großes Problem. Dieses große Problem nennt sich GroKo. Ganz toller Name. Es ist im Prinzip ein GroKo-Horror, würde ich es mal bezeichnen. Wir haben Vorratsdatenspeicherung angekündigt bekommen. Die Menschen bedienen sich da gerade, indem Ämter und Posten verschachert werden. Wir haben sehr viel mit der GroKo zu erwarten, was uns nicht besonders freut. Ich freue mich da sehr über die Aktion, die die Caro schon losgetreten hat, indem sie das GroKo-Bashing angefangen hat. Aber das wird natürlich nicht alles sein. Wir haben als außerparlamentarische Opposition die Verantwortung, dass wir das, was die Regierenden machen, dass wir das nicht nur kritisieren, sondern dass wir Alternativen vorschlagen, dass wir dort etwas tun. Wir werden als Piratenpartei hoffentlich in die Position kommen, dass wir unsere Vorschläge unterbreiten können und dass wir unsere Vorschläge auch platzieren können. Und ich sehe hier unsere Abgeordneten aus der Landtagsfraktion NRW und die viele gute Arbeit machen. Und wir werden zusammen mit dem Bundesvorstand hoffentlich uns einen neuen Impuls geben, auch gegen die GroKo und auch als außerparlamentarische Opposition zu wirken. Ich bitte euch darum, dass ihr uns darin unterstützt und ich bitte auch um euer Vertrauen für den Bundesvorstand. Wir brauchen es nicht, dass wir gegeneinander arbeiten, wir sollten miteinander arbeiten. Und ich bin für jede Kritik offen. Ich bin für jede Kritik offen und ich würde mich sehr freuen, wenn es Kritik an einem BUFO gibt, wenn es Kritik innerhalb der Piratenpartei gibt, wenn wir das bereden, wenn wir das formulieren und wenn wir nicht aufeinander einprügeln. Ich bedanke mich bei euch und ich bitte jetzt den BUFO nochmal komplett auf die Bühne. Ja, willst du jetzt? Ja. Denn dann kriege ich das hier unten? Ja. Guten Morgen. Neben dem, was Thorsten schon angesprochen hat, möchte ich gerne im Namen des ganzen Bundesvorstands noch mal ein paar Worte an euch richten. Wir haben nach euren Erwartungen gefragt in Bremen. Wir haben einen klaren Auftrag bekommen. Was ihr und wir selbst von uns erwarten, ist, Strukturen zu schaffen und die Partei zukunftsfähig zu machen. Wir haben Pläne, wie wir uns langfristig nicht nur selbst verwalten, sondern auch weiterhin erfolgreich Politik machen können. Aber unsere Parteimittel sind knapp, das wisst ihr. Um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir mehr Geld. Wir bitten euch zu spenden. Geld ist aber nicht das Einzige, was wir von euch möchten. Die Piraten stehen für ein Miteinander und Toleranz. Wir arbeiten aber viel zu oft gegeneinander und greifen uns gegenseitig an. Meinungsfreiheit ist uns wichtig, aber die Meinung des anderen zu akzeptieren, gelingt uns oft nicht. Wir wollen transparente Politik und haben dabei das Vertrauen in diejenigen verloren, die bei uns Verantwortung übernehmen. Unsere Werte und Ideale, unser Weltbild nützt uns gar nichts, wenn wir zulassen, dass sie missbraucht werden, um persönliche Ziele zu erreichen. Das blockiert uns. So können wir unsere gemeinsamen Ziele als Partei nicht erreichen. Wenn wir glaubwürdig sein wollen, müssen wir unsere Werte auch vorleben. Wir müssen aufeinander Acht geben, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen Politik machen. Dankeschön. So, ich möchte noch zwei Sätze sagen in eigener Sache. Ich werde heute schon wieder abreisen. Manchmal trifft es das persönliche Schicksal sehr hart und ich muss meiner Familie beistehen. Deswegen bitte ich um Verständnis dafür, dass ich heute schon wieder abreisen muss. Ich bedanke mich bei allen, insbesondere den Leuten in meinem persönlichen Umfeld, die mir da geholfen haben. Es ist großartig. Danke. Tschüss.
Es tut mir leid. Also ich muss jetzt noch die Versammlung noch weiterleiten, sorry. Also wir haben jetzt noch die. Wir unterbrechen jetzt und ich eröffne die AV. Vielen Dank.